Hey ho Leute und willkommen zu Pokémon, die gelbe Edition. Heute spielen wir weiter und ja, die letzte Session ist ein bisschen her. Sorry, aber letztes Mal ist schon wieder ewig her. So, wir waren gerade, glaube ich, auf dem Weg hier nach oben und gegen ihn kämpfen. Ich werde einmal der weltbeste Pokémon-Trainer. Ja, ich habe von dir noch nie gehört, aber bestimmt wirst du das, Teenager. Weil Teenager, ja gut, hört man ja auch nicht so oft, ne? So, wir machen mal das Risiko. Mal gucken, ob es klappt. So, Blubber. Wie viel? Oh, sehr effektive Attacke und es bringt gar nichts. Dann lassen wir es mal lieber bleiben. Aber mit wem wollen wir dann antreten? Das ist alles total idiotisch. Geofrisur! Das kann dieses Sandan! K.O.-Treffer! Ja, Geofrisur ist eine Attacke, egal wie viel KP du hast, wenn sie trifft, bist du weg. Kein Bisasam, irgendeine Pflanzenattacke, Egelsam, ne? Das ist vielleicht auch nicht die falscheste Entscheidung. Ja, wenn du jetzt überlebst. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, das wird jetzt natürlich sehr schwierig, Nidorina. Da müssen wir wirklich tatsächlich gleich ins Pokémon Center. Doppelkick. Ja, zweimal getroffen. Sandwirbel bringt nichts. Oh, Giftstachel. Ja, bringt ja extrem viel. Den Donnerblitz kannst du vergessen, das ist ein Boden-Pokémon. Aber das passt schon irgendwie. Wir werden dieses Sandan schon irgendwie besiegt kriegen. Ja. Gehen wir auch direkt ins Pokémon Center. Ja. Geofrisur, ist deine Gegner daneben? Nein, ich mach hier kein Risiko. Doppelkick, Sandan besiegt. Das war kein schlechtes Sandan vom Teenager. Absolut nicht. Mein Sandan wurde besiegt. Ja. Ja, aber hey, das Sandan ist nicht schlecht gewesen. So. Pikachu ist noch topfit. Ab dafür. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Konkons zu pflegen. Achso, ich dachte, du bist jetzt ein... Egal. Den Konkons zu pflegen? Ja, gut. Das wird interessant. Käfersammler setzt Bibor ein. Ja, Bibor. Toll. Burnen wir Bibor um. Ich dachte jetzt, ohne Witz, da kommt jetzt irgendwie Safcon, Kukuna. Aber nein. Nicht Safcon, Kukuna, sondern Bibor. Ja, es könnte ganz hart werden. Nee, Gott sei Dank. Es ist nämlich so, dass er ja vorher Energiefokus eingesetzt hat. Energiefokus bringt die Volltrefferquote höher. Also sie ist nicht auf 100%, sie ist höher. Ich glaube vorher, davor ist sie, glaube ich, auf 10% und danach auf 20%. So, Mew erreicht Level 11. Und noch ein Bibor. Weiter mit Mew. Wir müssen Mew mittrainieren. Das ist das Problem. Weil es ist später... Es bringt nichts, wenn wir jetzt die Schwächlinge mit haben und unsere starken Pokémon mit haben. Das macht natürlich dieses Let's Play eventuell interessanter. Eventuell. Dass wir hier... So. Dass wir hier schon mal gut dabei sind. Das war jetzt ein bisschen zu schnell von mir. So, aber trotzdem. Dann tooten wir ihn halt und dann pette schön. So, Mew erreicht Level 12. Wie gesagt, wir brauchen das. Lutexu erreicht Level 24. Perfekt. Lutexu versucht Raserei zu erlernen. Hat aber 4 Attacken bereits. Soll eine Attacke weg. Jo, es soll... Nee, warte mal, wir haben Raserei... Ja. Kratzer ist ja immer so für Lasch und Silberblick möchte ich behalten, ehrlich gesagt. Nein, Raserei nicht erlernen.
Weil für längerfristige Kämpfe, da kannst du auch sowas nehmen wie mit Silberblick, ne? Was? Das war nichts als reine Zeitverschwendung. Ja, das weiß ich. Das war's. Das war's für mich. Eta. So, dann würde ich jetzt gerne anstatt Mew Pikachu nach vorne tun. Weil deswegen sind wir eigentlich hier, wegen diesem Rasen hier. Schön, das. Schöne. Ja. Weil da möchte ich ein Pokémon fangen. Vielleicht kriegen wir das. Nein, Ratzfatz. Ich weiß gar nicht, ob wir Ratzfatz schon haben. Das ist immer so meine Gedächtnislücke. Ich glaube, wir haben Ratzfatz. Wenn wir gleich mal gucken, wenn das jetzt nicht im roten Bereich geht, dann versuche ich es nicht zu fangen. Ja. Ja, gut. So, dann können wir gleich mal gucken, ob wir Ratzfratz gehabt hätten oder hätten haben sollen. Und die Antwort lautet nein. Siehst du? Also, auch Ratzfratz hier fangen. Wie viele Pokébälle haben wir eigentlich? 13. 13. Na. Na. Viermal auf Start gedrückt und dann Abschluss nichts erkannt. Ich weiß. So, hier möchte ich zwei Pokémon dann jetzt fangen. Jetzt zwei. Ratzfratz, weil er Level 18 ist. Und Nidoran männlich. Haben wir Nidoran männlich? Das ist auch so eine Frage, ne? Gucken wir gleich auch mal. Ob wir auch Nidoran männlich haben. Doppelte Kick, das passt nicht gut. Aber wir gehen ja gleich eh ins Pokémon Center, passt schon. So, das gucken wir jetzt auch wegen Nidoran männlich, weil wir wissen ja, dass Nidorina sich ja um den Bereich da entwickelt hat. Pikachu erreicht Level 24, das war einer der vielen Gründe. Auch Nidoran männlich, gucken wir mal, ob wir es haben. Jupp, haben wir. Brauchen wir nicht fangen. Nö, nö. Aber ein anderes Pokémon, was hier haben soll. Ein Nidorina! Ja, das ist das Doofe, wenn du kein Psycho-Pokémon hast. Ja, das wird schwierig, aber wir haben ja noch Tränke gegebenenfalls. Weil fliehen werde ich hier nicht. Ich habe ja schon gesagt, Anfang des Let's Plays, fliehen werden wir nicht. Wir werden jeden Kampf hier versuchen, uns zu fighten. In irgendeiner Hinsicht. So. Ist mir zu gefährlich. Wir haben dafür unnötig viel Geld gehabt. Super Trank. Ist mir zu gefährlich. Vielleicht für euch nicht, wo ihr sagt so von wegen, ach komm, den hättest du locker geschafft. Ja, ich hätte noch ein KP gehabt, da habt ihr recht. Verdammt! Ich hätte es noch geschafft. Egal. Was soll's. Ihr hättet recht gehabt. Ach, Mann. Weißt du, manchmal, du hast manchmal einfach deinen Tag, wo du denkst, so, dass es kann alles nur schief gehen. Ratzfatz. Level 18. So. Wir machen mal einmal Slam. Vielleicht ist das ja auch so, dass der Slam sogar reicht. Ja, oder er geht daneben. Das ist natürlich schlecht. Oh, nein, es ist ein Volltreffer. Du siehst doch, Schmarrn ist es. So, wenn Pikachu hier Level 25 erreicht, müssen wir ihn austauschen. Dann müssen wir ihn austauschen. Dann bringt es nichts. Slam ging daneben, sehr schön. So, warum ich das Ratzfatz jetzt in der Level 18 haben möchte. Es ist so, dass Ratzfatz sich in Level 20 weiterentwickelt. Pikachu ist einfach cool. Gott. Ach, Mann. Ja, aber das passiert, wenn du Pokémon erfangen willst. Der doppelte Kick. Reicht das? Es müsste gleich, aber ganz, ganz knapp. Ja. So, genau dasselbe nochmal. So kann man auch seine Supertränke verschwenden. Natürlich. Nein. Und nochmal Slam. Ja, Pikachu, wir wissen, dass deine Slams zwischenzeitlich mal
gründlich daneben gehen. Aber wisst ihr, wenn das jetzt gegen so Nidorina mal klappen würde, hier, ja, wenn das mal klappen würde gegen Nidorina, im Sinne von, dass es Volltreffer ist, nicht so wie bei Ratzfratz, was wir die ganze Zeit... Ja, klasse. So, voll siehst du. Bisschen spät, aber wenigstens etwas. So, Level 25 hat er noch nicht erreicht. Ich will doch hier noch Pokémon fangen. Gut, dass das noch nicht so tageszeitabhängig ist. Ja, mittlerweile gibt es ja Tageszeiten. Da ist es! Habitag! Ja, Tatsache, ich will Habitag. Ja. Das ist jetzt aber natürlich die Schwierigkeit. Donnerschock, weg. Slam haben wir gelernt. Weg. Also, machen wir ruckzuck. Ja. Wir versuchen es. Pokéball. Wir versuchen es. Ne? Eins, zwei. Siehst du, es hat sogar geklappt. Habitag gefangen. Geht doch. Neuer Eintrag ins in den Pokédex eingetragen. Habitag. Dieses Pokémon in größerer Höhe. Dieses Pokémon kann nur in größerer Höhe schwer fliegen. Dafür kann es sehr schnell fliegen. Jopp, das ist toll. Habitag gefangen. So. Eigentlich hatte ich nämlich nur vor, Habitag zu fangen. Jetzt weiß ich aber, dass es ja auch Ratzfatz gibt. Nidoran. Machen wir Slam. Müsste Nidoran eigentlich weg sein. Oder auch nicht. So, ruckzuckhieb. Jetzt aber. Ja. So, dann machen wir jetzt mal Lutexo und setzen danach, wenn das hier optimal läuft, den Schaufler ein. Ja, warte mal, nee, Schaufler, nee, doch, nein. Wir sind nicht in der Höhle. Sorry. Nidoran. Es ist euer Ernst. Glut. Mal gucken, wie viel Glut denn eigentlich abzieht bei Nidoran. Ja, doch, ziemlich viel. Der doppelte Kick. So. Wie gesagt, wir brauchen, ich möchte gerne Ratzfratz noch. Und dann ziehen wir weiter. Wir ziehen weiter in den Krieg. Und dann geendet auch der Teil. Wenn wir Ratzfratz jetzt irgendwie holen können. Wenn nicht, gehe ich mal ehrlich gesagt doch weiter, weil in die nächste Wiese. Ja. Weißt du, erst willst du Habitag, jetzt hast du Habitag. Ja, so hätte ich auch meinen Habitag-Herde gerne haben wollen. Ach, Bullshit. So, und jetzt Kratzer, komm. Habitag brauchen wir jetzt nicht mehr. So, letztes Pokémon. Wenn das jetzt irgendwie sowas Dämliches ist, dann gehen wir weiter. Danke, Ratzfratz. So, ich weiß, dass wir angeschlagen sind. Glut. Gucken wir mal, wie viel Glut abzieht. Ja, supiduppi. Ja, schade. Ja, wir wollen natürlich noch ein Pokémon einsetzen, Nidorina. Wir sind eigentlich hart am Limit, weißt du? Wisst ihr Bescheid? Wir sind hart am Limit. Irgendwie alle nur noch 4-5 KP. 1, 2, 3 drin. Dankeschön, Ratzfratz gefangen. Ratzfratz kriegt einen neuen Pokédex-Eintrag. Da, Ratte, dieses Pokémon nagt alles und jeden an. Klingt irgendwie nach den Meerschweinchen von... Egal, es lebt in großen Rudeln bis zu 40 Pokémon. Nee. So, natürlich ist jetzt die Überlegung, ob wir vielleicht eventuell sogar die jetzt mal beide mitnehmen. Und ein bisschen trainieren. Ja, was machen wir? Alle, die abgeschaltet haben, wissen es nicht. Ich bin so manchmal so fies, oder? Wenn ihr jetzt sagt, nein, bist du nicht. Das ist vorhersehbar gewesen. Klar, wenn du sie fangen willst, dann willst du sie auch trainieren. Ja, das ist klar. Ich habe ja auch schon ganz oft gesagt, wir viel So, Shiki ablegen. Und
Mew ablegen. Muss man sich auch erstmal erlauben, ne? Mew ablegen. So, Ratzfatz mitnehmen. Und Habitak mitnehmen. Pummeluft können wir irgendwann, wenn es später richtig, richtig hart wird, auch mal mitnehmen. So. Ja. Und damit war es das für heute. Erstmal für diesen Moment. Ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pokémon die gelbe Edition. Und nächstes Mal werden wir weiter fighten und weiter in die Richtung der nächsten Stadt gehen. Freut euch drauf oder auch nicht. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö.